Man stelle sich vor, das würde bei jedem größeren deutschen Fußballspiel in Deutschland so ablaufen wie beim Super Bowl. Deutsche Meisterschaft, jeder frisst Bratwurst. Dann spielen die Wildecker Herzbuben. Dann Feuerwerk. Dann Matthias Reim, nackt und in Flammen. Dann über dem Stadion kreist ein Zeppelin von Gutfriedwurst. Dann endlich um Mitternacht der Hauptakt. Helene Fischer mit Bartha Illitsch und dem Prager Symphonieorchester bringen ein Medley aus. Merci, dass es dich gibt. Enter Sandman und Ding Dong, die Hexe ist tot. Dann, ich bin noch nicht fertig, dann. Dann erst sagt der Bundespräsident ein Gedicht auf. Dann Feuerwerk. Dann kommt Sascha Grammel. Leider ohne Ton, also brüllt die ganze Südkurve, nimm die Hand aus dem Arsch von der Schildkröte, du Perverser. Dann Feuerwerk. Dann Anpfiff. Nach 3 Sekunden Spiel kommt dann 12-minütiger Werbespot für Seitenbacher. Dann Feuerwerk, lass mal.